hinter mir sehen könnt, sind die Arbeiten am Verputzen des Fachwerks im vollen Gange. Ja, das Abschleifen der Gefache, glaubt mir, das war kein Spaß. Das war richtig, richtig, richtig üble Arbeit. Und ich glaube, das brauche ich auch nicht noch mal so oft in meinem Leben. Die Giebelseite, die macht sich mittlerweile recht gut. Wir haben hier schon mal die erste Ölung verpasst. Haben die Giebelseite mit Leinöl gestrichen. Dadurch kommen die Balken jetzt ein bisschen besser zum Vorschein. Das hat die Seite hier noch vor sich. Ja. Das Wetter passt momentan auch ganz gut. Da bin ich ganz happy drüber. Wir haben immer Temperaturen tagsüber, die noch an die 10 Grad und abends, nachts dann so 4 Grad Minimum. Drunter kommen wir momentan nicht. Ja, meine Tagesaufgabe heute ist hier den Rest noch zu verputzen. Wie gesagt, das hier, das war ein ganz schöner Scheiß. Die Balken habe ich einigermaßen sauber bekommen. So, die zwei Flexen habe ich ja schon mal gezeigt. Hier kann man natürlich einen Drahtbürstenaufsatz drauf machen. Da habe ich auch einen großen Drahtbürstensatz für die kleine Flex. Habe ich auch einen Drahtbürstenaufsatz. Da habe ich auch verschiedene Topfbürsten mit verschiedenen Härten. Das ist jetzt nochmal meine weichste. Exemplarisch, ich finde die weiche gut, weil die nicht so hart an die Balken rangeht. Bürste gibt es dann hier auch nochmal eine Topfbürste aus Nylon. Das ist auch ein klasse Gerät. Das ist natürlich für die... ich weiß nicht, wenn man ein bisschen Kalk am Balken hängt oder sowas, das kriegt man hiermit prima weg. Also für die leichten Verkrustungen. Ich nehme dafür gerne meine Akkuflex her. Die Akkuflex, die ist schön leicht, man hat kein Kabel und ist aber eher was für den leichten Dreck. Dann habe ich hier noch diese Schleifteller. Da gibt es ja hier auch Munition für. Ich habe jetzt hier die 40er Güte genommen. Damit kann man schön den Zement von den Balken schleifen. Ich entscheide mich jetzt aber erstmal hier für diesen Aufsatz. Der ist meiner Meinung nach so am besten geeignet. Der geht nicht so hart an die Balken ran, aber ganz hart an den Zement. Das ist also besser als hier diese Topfbürsten. Was ich hier noch habe, das ist eine Flex mit, da kann man die Geschwindigkeit einstellen. Das ist eigentlich eine Poliermaschine, dreht aber genauso schnell wie eine Flex auf der höchsten Geschwindigkeit. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wenn man hier so mit Bürsten etc. an die Balken geht, dann ist es besser mit einer niedrigeren Drehzahl ranzugehen. Die Flex, die dreht eigentlich zu hoch dafür. Und dann versengeln die Bürsten hier gleich, die werden zu heiß und fangen an zu schmelzen. Deswegen einmal hier die Akkuflex, die hat eine niedrigere Drehzahl, das ist super dafür. Oder dann hier so eine Flex mit verstellbarer Drehzahlbereich. Ja, wenn nichts mehr hilft, dann natürlich hier das Gerät. Und wenn überhaupt gar nichts mehr hilft, dann nehmen wir hier den Big Bastard. Aber nur in Ausnahmefällen, wie jetzt zum Beispiel hier beim Gefache. Beim Gefache abschleifen. Ich zeige euch jetzt noch mal das Ergebnis ein bisschen von der Nähe. Man sieht hier auch schön, an etlichen Stellen ist eben hier noch Altbeschichtung dran. Das ging jetzt so leicht nicht ab. Hier nehme ich nochmal einen dicken Mottex, schlag das runter und dann gehe ich hier an diese Stellen noch mal dran und hole den Rest von dem Altbelag noch runter von dem Balken.
und dadurch fällt mir das Verputzen jetzt auch relativ leicht. Was ich gemacht habe, ist hier die Kissen, die einzelnen Gefache, so ein bisschen mit der Flex noch angefasst. Jetzt sieht man tatsächlich mal die Originalbacksteine, die man vorher nicht gesehen hat, weil die angemalt waren. Den Zement habe ich so ziemlich alle rausbekommen und die in Altanstrich komplett abbekommen. Ich habe auch einen schönen alten Zeitungsartikel gefunden, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da kam noch so eine kleine Zeitkapsel zu Tage, als ich alten Gips entfernt habe. Und finde ich richtig cool, das werde ich mal einscannen. Das muss ich natürlich jetzt ein bisschen behandeln wie ein rohes Ei. Aber man sieht hier das Datum von, ich sehe es vielleicht besser als ihr, vom Oktober, könnte der 8. Oktober oder sowas sein, 1917, und hier passend zum Thema auch der Tagesbericht zum Kriegsgeschehen an der Front und dann hier nochmal, ich glaube, das heißt der westliche Kriegsplatz. Ja, wie gesagt, muss ich mal einscannen und dann werde ich es vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht werde ich es mal auf Facebook oder sowas veröffentlichen. Müsst ihr immer mal gucken. Ja, momentan rennt mir die Zeit aus den Fingern. Deswegen habe ich nicht so richtig viel Zeit, mich jetzt um den YouTube-Kanal zu kümmern. Ich möchte euch trotzdem immer noch mal zumindest ein kleines Update geben und euch noch mal hier und da ein paar Impressionen zukommen lassen. Was wir gemacht haben, ist hier oben haben wir den Dachboden komplett leer geräumt und wir haben alles an alten Laub und Waschbärkot und Dreck und Staub und Mist von da oben runter gemacht. Das heißt, der Dachboden ist jetzt nahezu besenrein, genauso wie die Räume, die ihr gesehen habt, die ich euch gezeigt habe, die wir leer geräumt haben, die sind jetzt auch nahezu besenrein. So, ich will aber nicht nur reden, ich will es euch auch noch mal kurz zeigen. Das war der Raum, den ihr vielleicht erinnern könnt, der komplett voll mit alten Möbeln etc. stand. Das Licht ist hier nicht so toll. Und hier, das ist der Raum, wo die vielen Flaschen lagen. Die sind leer von der Räume. Und jetzt werden wir dann im nächsten Schritt anfangen, hier mal die Decke aufzumachen bzw. die Deckenfelder rauszubauen, das zu entkernen, um zu sehen, was mit dem Gebälk los ist. Aber da sieht man schon, dass das wohl ziemlich kaputt ist. Aber das war der Raum. So, jetzt gucken wir noch mal in den Raum rein hier. Geh mal zurück. Nein. Nein scheint ihr Lieblingswort zu sein. Neue Räume, hey! So, ja. Den haben wir auch leer, bis auf den Ofen hier. Und da steht noch ein Ofen, der muss auch raus. Hier haben wir jetzt schon das Fenster aufgebrochen, das neue. Und ich werde jetzt die Tage mal messen. Dann werde ich mir mal ein Angebot für schöne Denkmalschutzfenster holen. So von der Sache her hätte ich ganz gern ein Fenster, das so ein bisschen hier wie das Fenster ist. Also mit so einem zweigeteilten Oberlicht und dann hier nochmal so einer zweigeteilten Scheibe und schönen dünnen Profilen. Das würde mir gut gefallen. Ja, dann haben wir hier noch ein zugemauertes Fenster. Hier irgendwo müsste das sein. Auf dieser Ecke. Das werden wir auf jeden Fall wieder aufmachen. Die Zwischenwand, die soll weg. Und mal gucken, ob man hier oben noch irgendwas von der Decke erhalten kann. Ich glaube ja nicht so richtig. Aber das werden wir dann sehen. Das sieht aber alles nicht mehr so richtig gut aus. Ja, hinter mir die Wand, die soll auch raus. Die hatten hier damals solche Wände reingezogen.
aufgrund der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass hier in der Mühle ein Haufen Flüchtlinge gewohnt haben und da sind hier überall Zwischenwände reingezogen worden und dann hat man hier sowieso die ganze Struktur von dem Haus verändert, um eben Platz für so viele Leute zu schaffen und wir denken an, das wieder rückzubauen und dann muss halt hier eben auch so eine, sage ich mal, notdürftig provisorisch entstandene Wand wieder raus. Ob das hier auch mal Teil der Mühle war, weiß ich nicht genau. Das lässt sich auch so nicht so richtig gut rausfinden. Normalerweise hat ja in so einer alten Mühle hier immer der Knecht gewohnt, der die nächtliche Mahlaktivität überwacht hat. Wir befinden uns hier über dem Wasserrad. Ja, hier mal schaut. Das heißt, hier müsste eigentlich irgendwie diese Knechtbude gewesen sein, aber wie und wo, weiß ich nicht so genau. Was man halt hier sieht, ist, dass das alles nicht so richtig Hand und Fuß hat. Das ist nicht mehr so, wie sich der Bauer mal gedacht hat. Das ist irgendwie alles dahingeschustert. Vom Konzept her wollen wir gerne die Wand rausnehmen hier hinter mir und die Wand hinter mir auch. Und dann soll das ein riesengroßer, heller Raum werden, in dem meine Frau und ich dann unsere Arbeitszimmer reinmachen. Ist ein bisschen dekadent, ist ein ziemlich großes Arbeitszimmer, wird das, ich weiß gar nicht, ich schätze mal alleine, das Arbeitszimmer wird wahrscheinlich mindestens 50, 60 Quadratmeter haben. Aber was soll's, wir bekommen hier eben noch zwei Fenster mehr dadurch rein oder bisschen fast drei Fenster mehr rein und dann kriegen wir hier in den Räumen die Rundumsicht, das heißt, hier werden alle Räume werden geöffnet und man kann hier oben quasi vom Hof bis in den Garten gucken und man hat dann hier diese schöne Aussicht durch die Fensterfront hier vor uns raus aufs Wasserrad, raus auf die Wiesen, raus auf die Felder, da hier, wie man sieht, hat man ja nur unseren schönen Wald, unten runter dann den Fluss und dann kommt da nicht mehr viel. Ja Leute, der Sache halber, wie gesagt, heute nur ein kurzes Update. Ich bin momentan echt ziemlich im Stress. Diese kurzen Tage, die setzen mir ordentlich zu und ich habe halt irgendwie Angst, dass das Wetter umschlägt und kalt wird. Von daher versuche ich jetzt noch auf Biegen und Brechen die Fassade fertig zu bekommen. Dadurch leidet momentan alles ein bisschen und ich hatte mir auch schon mit meiner Frau zusammengesetzt, gesagt, lässt ihr die Mittwochsvideos jetzt komplett bleiben, aber ich möchte euch ja natürlich auch ein Stück weit treu bleiben, deswegen verzeiht mir, dass es nur kurz war heute und trotz alledem würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns Samstag wiedersehen. Verbleibe mit vielen Grüßen, wünsche euch eine schöne Woche, bis dahin, macht's gut, ciao, tschüss.